Unser heutiger Fastenimpuls kommt aus der St. Mariengemeinde Herne-Baukau. Nicole Scholtisek und ich, Michaela Lange, sind vom Montessori-Kinderhaus an der Nordstraße. Fastenzeit, Hoffnungszeit. Was bedeutet Fastenzeit eigentlich? Wir als Erwachsene haben vielleicht eine Vorstellung davon, aber unsere Kinder wissen nicht wirklich, was es heißt, zu verzichten. Corona hat uns allen gezeigt, wie sich Verzicht anfühlt, alt und jung gleichermaßen. Wir verzichten während dieser Zeit nicht im eigentlichen Sinne auf Genussmittel wie Süßigkeiten und gutes Essen, sondern auf für uns alltägliche, vielleicht gar nicht mehr so besondere Erlebnisse und Situationen. Oma und Opa nicht mehr sehen zu dürfen, Freunde nicht mehr treffen können oder einfach einen spontanen Sonntagsausflug machen. Dies ist zu einem großen Verzicht geworden. Unsere Kinder verzichten auf mehr. Sie verzichten auf die eigentliche Familienzeit. Sie haben Eltern, die zwischen Arbeit, Homeoffice und Homeschooling pendeln und oft einfach nur noch müde und ausgepowert sind. Der Verzicht auf Schule und Kindergarten, emotionale und soziale Beziehungen sowie Appelle von Politikern sind in den Fokus unseres Lebens geraten. Wir wollen uns gerade in dieser Zeit fragen, was uns in unserem Leben wichtig ist. Welche Bedeutung hat Verzicht für mich? Wie schaffe ich es, aus dieser momentanen Situation für mich etwas Positives zu ziehen? Die Zeit mit der Familie gezielt zu genießen, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu stützen oder einfach bewusst Ruhephasen zu erleben. Fasten bedeutet auch Hoffnung. Hoffnung auf ein bisschen Normalität. Hoffnung auf Struktur und Sicherheit. Hoffnung auf entspannte Familienzeit. Wir wünschen uns, dass Sie durch die Ereignisse des letzten Jahres gut durch die diesjährige Fastenzeit kommen und neue Hoffnung schöpfen können.